Hallo, liebe Petra. Hallo, liebe Melika. Ach, schön. Ah, wunderschön. Ja, herzlich willkommen, liebe Dachgruppe, an alle. Herzlich willkommen, alle Zuschauer, die auch jetzt dann später über YouTube zuschauen. Alle Leute in der Zukunft, hi und herzlich willkommen. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne mit euch Tools aus dem Sei du selbst und verändere die Welt Buch teilen wollen von Dr. Dane hier. Wir beide sind nämlich ja, Facilitatoren für die Werkzeuge. Für die mega genialen Werkzeuge von Access Consciousness, genau. Und ja, ganz egal, welche Kurse man besucht von Access, es geht ja immer wieder um dieses Sei-du-selbst-Sein, dass es das Business ist oder Beziehungen oder ja, was ist das eigentlich, Sei-du-selbst? Aber ich bin jetzt total gespannt, liebe Melika, was du aufschlagen wirst. Ja, wir haben nämlich gesagt, wir machen das Spielchen so. Welcher größtmögliche Beitrag ist hier heute für uns drin? Und wir machen erlauben. Erlauben ist so gemeint, dass jede Entscheidung, die ein anderer trifft, im Grunde nur ein interessanter Standpunkt ist. Lediglich eine Wahlmöglichkeit, eine interessante Ansicht. Die meisten von uns haben gelernt, jedem Standpunkt, mit dem wir konfrontiert werden, entweder zuzustimmen und sich danach auszurichten oder ihn abzulehnen und ihm entgegenzuwirken. Zustimmung und Ausrichtung bedeuten im Wesentlichen, den Standpunkt als richtig, korrekt und wahr einzuschätzen. Ablehnen und Entgegenwirken bedeuten, den Standpunkt als falsch zu bewerten und ihn um jeden Preis vermeiden zu wollen. Jetzt in dem Moment, in dem Augenblick, in dem du in die Bewertung gehst, bist du nicht mehr im Erlauben oder in der Intimität. Du kannst dich entweder für die Intimität entscheiden oder für die Bewertung. Es ist deine Wahl. Wow. Da ist schon so viel drinnen. Das ist unglaublich. Ja, ich war jetzt auch so. Lese ich ein bisschen weiter. Ich lese tatsächlich, lass mich das noch kurz zu Ende lesen und dann lass uns drüber sprechen, weil es wirklich so... Okay. Ah, es ist auch Wahnsinn, dass das jetzt, ne, dass das jetzt aufgeploppt ist. Fällt dir auf, dass Bewertung nichts mit Würdigung zu tun hat? Ebenso wenig mit Dankbarkeit. Bewertung erzeugt auch kein Vertrauen, lässt keine Verletzlichkeit zu und hat nichts mit Erlauben zu tun. Beim Erlauben ist alles eine interessante Ansicht. Unabhängig davon, wofür man sich entscheidet, es bleibt einfach nur eine interessante Ansicht. Wie wäre es, wenn alle deine Standpunkte einfach nur interessante Ansichten wären? Wäre das Verhältnis zu deinem Partner dann entspannter? Hättet ihr mehr Freiheit, weniger Werturteil? Im Grunde ist es der Schlüssel dazu, die Bewertung aus deinem Leben zu verbannen und darüber hinauszugehen. So alles, was das verhindert, ihr Lieben, dass für euch vollkommenes Erlauben Wirklichkeit wird. Zerstört und unkreiert ihr das jetzt bitte alles. Yes. Magst du Pottenpocken? I don't better pock on Angels Boys Poets and Beyond. Das war jetzt diese Welle. Ja. Unglaublich. Ja. Wow. Also, was ist Erlauben für dich, Petra? Wie hast du das? Wie verwendest du Erlauben? Und was machen wir es andersrum? Dieses Tool ist ja etwas, was wir ständig verwenden. Ne? Als Facilitatoren musst du ja, sonst kannst du gar nicht mehr anders. Auch generell ist verändert so viel mit so viel Leichtigkeit. Welche Veränderung hast du damit schon erlebt? Also jetzt so, wenn ich so von der Energie hereingehe, generell die interessante Ansicht oder dieses Erlauben, auch was andere wählen, was andere sagen, nicht mehr so diese Auswirkung davon zu sein, das ist so mega entspannend gewesen für mich. Also mein Körper hat sich total verändert mit diesen Tools. Einfach auch, also von meiner Muskulatur alles, also dieses Weichwerden, dieses Geschmeidigwerden im ganzen Körper einfach zu spüren, wenn du in der interessanten Ansicht bist und wenn nicht, wie der Unterschied ist. Das war für mich so wow. Das ist total schön, weil
man kann es direkt wahrnehmen, das wenn nicht, ne? Wie ist es für dich zum Beispiel, wenn, für die Zuschauer auch, oder wie ist es für euch, wenn ihr in der Bewertung seid? Von Menschen, von euch selbst, von eurem Körper, von Situationen. Kreiert es mehr? Oder was kreiert es? Ja. Das ist gerade meine Lieblingsfrage. Was kreiert es? Genau. Also einfach immer wieder präsent zu sein damit und Fragen zu stellen. Ja? Was wähle ich hier? Ja, wenn ich nicht in der interessanten Ansicht bin, dann ist ja irgendetwas schwer. Ja? Es ist so schön, dass du es sagst. Ja. Und mir kam gerade ein Ding. So, viele Leute sind so, was heißt das jetzt in der interessanten Ansicht sein? Kannst du das, wie nimmst du das, wie verwendest du das, in der interessanten Ansicht zu sein? Erstens einmal, indem ich meine eigenen Gedanken wirklich einmal bewusst wahrnehme. Okay, was denke ich hier? Ja, also, weil oft bin ich da sehr kreativ. Werden wir gedacht. Werden gedacht und dann kommen diese ganzen mutmaßlichen Realitäten, ja, die, wenn das ist, wenn das ist, und dann kommen 100.000 Menschen da dazu und das ist dann in diesem ganzen Gedankenkonstrukt drinnen. Und am Ende ist es so, dass mir das sehr anspannt, weil das überhaupt nicht meines ist. Und in dem Moment, wo ich sage, okay, stop it, ja, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe, das ist wie so eine Seifenblase, die da zerplatzt und wieder Raum für mich. Ja, und wieder für was Neues. Das ist so schön. Und ich habe letztens in einem Buch gelesen und der hat es ganz ähnlich nur mit anderen Worten beschrieben und ich war total baff und dachte so, das ist total geil. Der hat gemeint, wenn du so einen Gedanken entdeckst, dann sag doch einfach so. Und ich war so, das ist meins. Gerade ist es so, Mehlika. Ich frage mich, was ist darüber hinaus noch möglich? Und das ist das, was ich liebe. Was wir machen mit diesen Tools, ist ja wirklich, das aufzulösen, zu entdecken. Du erkennst, ich habe dann Gedanken, der ist negativ, der kreiert nicht das, was ich gerne hätte. Also beginne ich ihn aufzulösen. Interessante Ansicht, dass ich die interessante Ansicht habe. Interessante Ansicht, meine interessante Ansicht ist das Tool bei Access, das du immer wieder wiederholst, bis du merkst, die Ladung löst sich auf. Es ist nur eine Ansicht. Ob du sie hast, ob jemand anders sie hat, wenn du das nicht signifikant und fest machst, dann kannst du alles verändern in deinem Leben. Und dann ist es für mich immer gleich damit verbunden, eine Frage zu stellen, um den Raum zu öffnen von dem, was ich gerne hätte. Und deswegen, was ist hier sonst noch möglich, was ich noch nie in Betracht gezogen habe? Yes. Ja. Yeah. Und diese, also interessante Ansicht, ich finde das so lustig, einfach, ich habe letztens eine Teilnehmerin gehabt beim Foundation und die hat noch gar nicht sehr viel von den Tools gewusst, außer dem Basiskurs, was sie gemacht hat, und das, was ihr wirklich hängen geblieben ist, ist die interessante Ansicht, die hat das so verinnerlicht, die hat so eine Freude gehabt, damit sie sagt, alleine das mit der interessanten Ansicht, das ist eine Wunderwaffe. Und kreiert ihr Leben jetzt einfach aus dem, weil sie hat das genommen, interessante Ansicht, okay, das ist jetzt mein Tool. Und es ist so schön gewesen, ja, wie einfach zu sehen, wie man daraus kreieren kann. Ja. Ja. Und ich habe in letzter Zeit auch sehr oft damit gespielt, weil schaut euch an, wie schnell ihr in der Bewertung seid, ne? Eine Person sagt nicht das, was ihr wollt, tut nicht das, was ihr wollt und ihr seid sofort in diesem sofort in der Bewertung dieses warum macht ihr das nicht? Das ist so ein Bedürfnis nach einer reaktiven Realität ist das ja, ne? Ich gehe sofort in die Reaktion. Leute agieren nicht, wie ich es möchte, Leute sagen nicht die Dinge, die ich möchte oder tun nicht das, was ich will und ich bin sofort in einer Reaktion. Und statt in diese Reaktion zu gehen, wo du keine Wahl hast, wirklich erstmal anzuerkennen, oh krass, ich bin gerade in einer Bewertung oder ich bin gerade in einer Reaktion. Okay, interessante Ansicht, dass ich die interessante Ansicht habe. Wenn ich diese Ansicht nicht hätte, was könnte sich dann zeigen? Ne? Ja. Und ich gehe direkt ins nächste Tool über. Alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Nichts ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint.
so lange wiederholen, bis sich diese Ansicht auflöst. Und es ist für mich ganz spannend, weil ich habe damit extrem viel gespielt, sobald ich sowas gemerkt habe. Und Bewusstsein heißt einfach, ich merke, dieser Gedanke kommt, statt ihn abzukaufen als real, nehme ich mir ein Werkzeug, um es aufzulösen von der Energie. Und dann stelle ich eine Frage und habe gesagt, okay, wie kann es weitaus besser ausgehen, als ich mir vorstellen kann? Alle Situationen, wo ich in der Reaktion war, haben sich in Wohlgefallen aufgelöst innerhalb von ein paar Stunden, ein paar Tagen. Und ich war so, wow, yes. Das ist es. Deswegen unterrichte ich diese Tools, deswegen facilitiere ich sie, weil es einfach ein Wahnsinnsgeschenk ist, diesen Raum zu haben, Wahl zu haben, aus einer Wahl heraus zu wählen. Ja, das war tatsächlich auch mein erstes Tool. Alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. So wirklich dieses erste Tool, wie ich in Access überhaupt kennengelernt habe, weil ich dachte, da ist so Energie drinnen, ich kann es nicht erklären, aber das verändert etwas. Und das war für mich wirklich so diese Magie. Und dieses, ja, also egal, welche Geschichte man sich erzählt, wenn man da reingeht, mit alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Ich kann nur noch strahlen, weil ich nur denke, ja. Ja. So wie, hey, okay, wie wenn ich irgendwie einen Film sehen würde, ja, den ich drauf projiziere, den ich gestalte. Und wenn ich dann mit dieser Energie reingehe, einfach erkenne, okay, wow, ich möchte einen anderen Film haben. Genau das. Genau, ich möchte einen anderen Film haben und dann das zu verändern. Und das ist wie Magie. Es ist genau das, was wir als Magie definieren würden in dieser Realität. Dabei ist es einfach eine Realität, die du auch haben kannst mit totaler Leichtigkeit. Mhm. Voll. Mhm. Ja. Oh, schön. Mehr davon. Bitte mehr davon. Universum, danke, bitte mehr davon. Und was ist jetzt alles möglich? Und spielt mal mit einem der Tools, die wir euch hier gerade präsentiert haben, und schreibt hier unten einfach in die, gibt uns ein Feedback, was kreiert es für euch? Spielt einen Tag damit, spielt zwei Tage. Es ist eine Wahl, das zu verändern, was in deinem Leben ist, was für dich nicht funktioniert. Und lasst uns einfach wissen, was sich für euch verändert. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, das zu hören. Yes. Unbedingt. Das ist einfach, ja, ich habe schon wieder Lust zu spielen. Ich bin so, okay, let's do it. Schön. Dankeschön, liebe Petra. Ja, und danke dir, liebe Melika. Wie kann heute der bisher beste Tag in unserem Leben sein und wie können wir viel zu viel Spaß haben mit allem? Yeah. Auch unseren Bewertungen. Ciao. Baba. Baba. Jetzt.